Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Factory Town. Wir haben letztes Mal mit der Schule einen Haufen Zeug erforscht, unter anderem die Intermediate Logistics, die es uns ermöglichen sollten, einen Filter zu bauen. Wir haben hier ein bisschen Brücke gebaut. Unsere Farm hat mittlerweile 3 Felder. Das wollen wir natürlich nur ausbauen. Wir haben hier auch die Ebene ein bisschen abgeflacht, damit wir hier mit den Schuhen besser arbeiten können. Und wir transportieren jetzt auch gerade noch Äpfel hierher. Okay. Das ist jetzt schon meine 3. Runde heute. Ich nehme das jetzt alles auf einmal auf, weil ich gerade so Bock drauf habe auf das Spiel. Und es ist noch ein wahnsinniges Durcheinander. Ich muss da erstmal noch klarkommen mit. Und das letzte, was wir jetzt machen wollten, das letzte Mal, war diesen Filter hier. Da hatten wir noch kein Geld. Und den platzieren wir jetzt mal hier am Ausgang. Und jetzt Add Logic Link. Output. Wie mache ich das jetzt? Okay. Issue Command. Ja. Gibt's hier irgendwo ein Hilfemenü? Shared Inventory, Pause Space, Menu, Help. Unter was könnte das sein? Buildings? Nee. Structures. One Way ist hier schon mal drin. Timer Block Signal Gate. Hier müsste auch der Filter sein, da ist er. Block that only allows specific items to pass. Ja, das dachte ich mir schon fast. Aber Item Filter. Storage buildings like barns and silos and some worker units have flexible inventory slots that can hold any item. You can select these item slots to set an item filter to allow only certain types of goods to be stored. Okay, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier hingehen und hier den Item Filter auf Blank setzen und hier den Item Filter auf Stone Bricks setzen. Aber hier kann... jetzt ist leer. Funktioniert das jetzt? Itemfilter, Cloth, Conveyor Belt, Active State On, Off. Okay. Aber Period ist der Punkt, oder? Ja, toll. Aber ich kann doch das jetzt nicht zuerst rausführen, dann filtern. Dann verstopft mir das Band eigentlich, oder? Ich muss jetzt mal damit rumprobieren, damit ich weiß, wie ich damit arbeiten kann. Jetzt müssen wir das mal wegmachen. So, jetzt kommen ja irgendwelche random Objekte hier raus. Wenn ich jetzt hergehe und sage, Compute Blocks. Und sage Filter. Dann kann ich jetzt diesen Filter auf Conveyor Belts setzen
Aber ich kann ihm ja jetzt nicht. Aber jetzt, das ist ja jetzt genau das. Wenn jetzt hier ein Rad kommt, dann leitet er das ja nicht weiter. Conveyables, wo sind sie? So. Jetzt, wenn ich den ausschalte. Okay, ich glaube, das Ding funktioniert anders, als ich mir das vorstelle. Muss ich hier nochmal ein Conveyor Belt hinsetzen? Jetzt ist er ja ausgeschalten. Ich führe das jetzt gerade mal hier zurück. Okay, das läuft jetzt so im Kreis. Da muss ich jetzt, glaube ich, hingehen. Drücke B, damit ich ins Baumenü komme. Setze den Filter hier drauf, auf das existierende Band. Setze dann hier den Filter. Hier sage ich aus. Und jetzt kommen nur noch Conveyor Belts raus. Okay, ja, manchmal ist es halt notwendig, dass man da ein bisschen rumprobiert. Kann ich das jetzt drehen? Um zu verstehen, wie das Ganze gedacht ist. Ja, das geht jetzt natürlich wieder nicht in den Input rein. Dann müssen wir das erstmal so schnell zurückführen. Das können wir alles wieder abbauen. So. Und sobald wir hier jetzt wieder ein fertiges Conveyor Belt haben, läuft das dann automatisch hier rüber in diese Bahn. Ah. Alles klar. Also es hat im Prinzip nur das Conveyor Belt darunter gefehlt. Das muss man eben noch selbst setzen. Gut. Dann haben wir das auch rausgefunden. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie kommen wir denn jetzt an diese Scheiße ran. Der bringt die Wolle. Und der bringt die Scheiße. Und hier mit dem Fertilizer, das kapiere ich jetzt noch nicht so richtig. Ah, der nimmt das hier wieder raus und bringt den Fertilizer dahin. Alles klar. Okay, wir brauchen natürlich hier Fertilizer. Okay. Wenn ich es richtig weiß, gibt es hier noch ein Item. Der heißt Splitter. Wenn ich das jetzt so baue. Muss ich natürlich auch einen Weg hier rüber bauen. Genau, dann kommt jedes zweite Teil darüber. So. So. Ja, ich will hier ein bisschen Platz lassen, dass ich halt noch Felder bauen kann. Kacke. Das ist verkehrt. Das muss hier hin.
So muss das ist der halt eingebaut. Tools, remove resources. Dich muss ich leider schnell entlassen. Jetzt kann ich dich hier wieder einstellen. Jetzt bringst du das hier hin. Und der Kumpel hier, der bringt das hier hin. Habe ich jetzt hier zwei, die das herbringen? Was bringt der? Wieso bringst du es? Also der bringt das auch dorthin. In die Bahn bringt er das. Das heißt, du brauchst es eigentlich nicht auch noch machen. So. Also den Überblick verliert man hier recht schnell, finde ich. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Felder gepflanzt. Und da setzen wir Grubs drauf. Ja, perfekt. So, jetzt geht jedes zweite Grubs hier rüber in die Grain Mill. Daraus wird dann Animal Feed produziert und daraus dann eben Wolle und Dünger. Und aha, Wolle könnten wir noch transportieren, und zwar von hier nach da. So, hier haben wir noch ein paar Arbeitslose. Alles klar, hier sind wir wieder. Irgendwie hat sich das Spiel gerade ein bisschen komisch verhalten. Ich mache mir nur eine kurze Notiz, dass ich hier einen Schnitt machen muss. ich weiß nicht, das Spiel ist kurz gehangen. Ich habe es dann versucht zu minimieren. Das hat dann funktioniert. Und jetzt sind wir wieder da und jetzt ruckelt das Spiel irgendwie. Mein Computer ist so schlecht. Was können wir jetzt hier weiter erforschen? Lass mal Forestry noch erforschen. Okay. Ja, also hier lagen wir jetzt dann Conveyor Belts und eben Fertilizer, damit wir dann hier solche Felder bauen können und den Output maximieren können. So, also ja, ich hoffe jetzt, dass auf der Aufnahme alles okay ist. Hier ruckelt es ein bisschen hin und her. Das habe ich aber schon öfters festgestellt, dass es das vielleicht jetzt so bei mir im Spiel macht, aber nicht mehr auf der Aufnahme. Ist natürlich jetzt ein bisschen inconvenient für mich, aber mir geht es in erster Linie darum, dass ihr ein schönes Erlebnis habt und hier keine Ruckeleien habt. So, jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich das hier unten rumliegen könnte und hier rein. Aber die sollen jetzt erstmal hier den Wald noch abholzen. Da können die Jungs hier gerade mithelfen. Denn Planks sind Mangelware. Der holt Planks und der bringt Planks dahin. Ja, es geht halt ein bisschen schleppender voran jetzt. Und diese Planks. Okay. Upgrade. Oh. Schön ruckelig. Genau, du bringst es hier hin und du bringst es. Forestry ist fertig. Da haben wir auch wieder fertig erforscht. Dann machen wir hier Metallurgie.
mal noch. Genau. So. Oh je, ich hoffe bloß, es ist alles in Ordnung bei der Aufnahme. Es ist gerade ein bisschen krass, aber das kriegen wir schon hin. Gut, die laufen jetzt hier oben rüber, um das Holz zu transportieren. Was wir jetzt hier im Prinzip auch machen können, das machen wir jetzt gerade. Da habe ich jetzt Lust drauf. Dann wechseln wir mal die Perspektive nach hierher. Und Structural Blocks. Wie ist denn das? Kann ich das jetzt einfach hier drüber? Das ist es einfach ganz hier drüber. Das ist nix. Nee. Wir müssen das eben mit diesen Scaffolds machen und der braucht halt hier zwei Abstand. So. Jetzt können wir das eigentlich so machen. Dann sparen wir uns ein bisschen Holz. Und jetzt können wir hier eine Scaffold Ramp bauen. So. Und hier geht's wieder abwärts. Und jetzt bauen wir uns hier ein Conveyor Belt bis hier hoch und von hier aus ein Scaffold. So. Das geht jetzt hier an die Lammbommel. Ja, das ist korrekt. Und der da kann jetzt hierher gehen, das hier den Baum ernten und das hier drauflegen. Das wird über dieses Conveyor Belt jetzt hier hochgeführt und kugelt dann hier runter. Und so können das die anderen jetzt auch machen. Dann brauchen die nicht mehr über die Brücke hier latschen und haben so weite Gehwege. Gucken wir bloß mal noch. Der da scheint noch hin und her zu laufen. Das kann er sich hier sparen. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Man sieht, dass die Kugeln jetzt auch viel schneller, weil die halt hier ein bisschen Anlauf nehmen. Das gleiche würde auch mit den Grain Balls, nenne ich es jetzt mal hier, passieren, wenn das hier einfach nochmal bergab gehen würde. Aber ja, das braucht man oder man braucht es nicht. Ich glaube, wir brauchen es eher erstmal nicht. Später wissen wir noch nicht, vielleicht. Jetzt hätte ich fast einen Footpath hier hingebaut, aber eigentlich wollte ich hier Farmteils bauen, um hier das zu maximieren. So. Und dann brauchen wir hier nicht mehr groß die Dinger da abernten, wir haben unsere eigene Ernte hier. Hier ist wieder ein Arbeitsloser. Der könnte ja auch ein paar Bäumchen fällen, vielleicht. Und hier werden jetzt wieder Conveyor Belts dran produziert und abtransportiert. Okay, Wolle haben wir mittlerweile auch genügend. Das Einzige, an was es jetzt ein bisschen hängt, ist der Output von Holzbrettern. Wenn wir jetzt, oh nein, das war, oh, was hat es der transportiert gehabt? Papier,
Wir können jetzt hier nochmal hergehen, so und so und so und so. Ah, warte mal, wir können ja auch noch, die haben ja jetzt zum Beispiel auch Interesse an Stoff. Habe ich noch irgendwo so einen Wagen, so einen selbstfahrenden Wagen? Nein, habe ich nicht. Aber der ist schnell gebaut. Und der kann jetzt hier beispielsweise Stoff, haben wir gerade einen Haufen, noch abtransportieren. Du nimmst das jetzt erstmal und bringst das. Nee, das bleibt da. Wir brauchen das ja, um hier dann Grain anzubauen. Wieso holt der nichts? Okay, wir haben jetzt mal die Mill hier mal ein bisschen gepimpt. Er wird jetzt deutlich schneller die Blanks produziert, weil hier das Holz ist voll. Der hier hört im Prinzip dann auf, wenn diese Barn voll ist. Dann haben wir ein Polster mit 200 Blanks. Das heißt, der hier bekommt mehr Blanks ab. Und sobald wir eben Blanks verwenden, wird hier wieder nachgefüllt. Das ist eigentlich das, was ich mir so gedacht habe. Im Prinzip würde ich das gerne so... was transportierst du? Du transportierst Wolle. Und du transportierst Scheiße, oder? Aber wieso machst du das nicht? Du kannst doch hierher fahren. Du musst jetzt halt hier außen rumfahren. Das ist halt ein bisschen das Blöde. Wir könnten hier im Prinzip auch nochmal so eine Brücke bauen. Und wir können hier das dann mal abreißen. Und du brauchst eigentlich auch nicht mehr hier den Scheiß da holen. So, okay, das läuft hier, wir kündigen jetzt hier nochmal zwei Leute. Okay, was mit euch los? Wir können jetzt auch hier eigentlich mal das da wegmachen. Denn die können das ja jetzt eigentlich auch hier direkt reinlegen. Also ich glaube, so Steine haben wir mittlerweile auch genügend. Oh ja, das ist alles voll. Das ist alles voll. Leg das einfach hier direkt rein. So und so und so. So, jetzt pass auf die drei hier. Hier stellen wir mal da dazu. Das sind, glaube ich, ein bisschen sonst zu viele. Also, das wäre jetzt langsam übertrieben, sage ich mal.
Was können wir hier noch wegreißen? Das da. Was ist dem sein Problem? Was haben die gebracht? Holz. Aber das ist leer. Output Papier. Jetzt pass auf, wir machen hier wieder einen Splitter rein. Wir benutzen das Logistiksystem. Und zwar legen wir es hier drauf. Und hier geht's halt ein bisschen den Berg hoch. Das ist eine Bahn. Da müssen wir dran vorbei. Wir haben jetzt noch ein bisschen Geld zum wirklich mal abgraben hier. Dann machen wir hier mal eine Bahn. Und können das dann... Ach, dammit. Dann machen wir es halt so. So. Und hier müssen wir noch einen Weg nach vorne machen. So, dann wird das jetzt so aufgesplittert. Und ihr könnt hier noch helfen, Holz zu sammeln. Beziehungsweise nur einer. Das ist hier eh schon ein bisschen überlastet, glaube ich. Was transportiert ihr? Papier. Für die Metallurgie. Okay. Hier haben wir jetzt ein paar Spare Worker, sage ich mal. Die können wir notfalls entlassen. Ich lasse die jetzt erstmal hier auf Halde. Wieso habe ich so wenig Dünger? Hier ist natürlich Dünger mit drin. Der Input ist voll, der Output ist voll. Wir produzieren zu viel Wolle. Wir müssen gucken, dass das abtransportiert wird. Du transportierst jetzt auch noch Wolle hierhin. Oh ja, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall eine Brücke hier bauen, sonst müssen die einen riesen Umweg fahren. Das wollen wir nicht. Oh, mir fällt gerade ein, es gibt noch irgendwas mit One-Way und Two-Ways und sowas. 1, 2... 1, 2, 3. So. Structural Blocks. 1, 2, 3. So. Jetzt muss da irgendwie rausgehen aus dem Baumenü, um die Kamera zu drehen. Das ist so ein bisschen scheiße. So und so. Das und das kann man eigentlich wegmachen. Ach, nein! So. Und jetzt brauchen wir Stairs. Das Gute ist ja, die können auch Treppen hoch und runter fahren, diese Wegen. Wobei es auch Ramps gibt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das können wir eigentlich auch gerade mal ausprobieren. Was machen die Ramps? Machen wir das mal weg. Machen wir eine Seite Ramp, eine Seite... Das kann ja hier bestimmt einen Weg drüber pflastern. Okay, und jetzt habe ich vorher mal noch irgendwas gesehen mit One Way. Dann können wir ja vielleicht hier sagen, nur die Richtung und hier nur die Richtung. So, dann brauchen die jetzt nicht mehr außen rumfahren.
Die transportieren noch Blanks hierhin, sofern sie welche haben. Das sind keine Blanks mehr drin. Die kommen hier raus und das bringt der Wagen. Alles klar. Und hier, das ist fast voll. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Der Output. Wir könnten jetzt im Grunde genommen hergehen und jetzt baue ich nochmal zwei von den Wegen. Und der kann das hierher bringen. Und du bringst da nochmal von den Stein hierher. Genau. Achso, warte mal. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Nee, das bringt gar nichts. Dann bringst du eben die Steine hierher, damit die hier verarbeitet werden können. Machen wir das so. Aber hier kann ja im Prinzip auch hergehen, obwohl dann hätte ich halt hier eine Verteilerstelle. Bring das einfach hierher. Können die irgendwas anderes machen. Und du bringst jetzt mal hier das Zeug hierher halt. Oder hierher. Ja. Oh, da müssen wir aufpassen. Ist ja jetzt schon wieder verstopft fast. Okay. Farmteils können wir jetzt gerade, glaube ich, keine bauen. Weil eben noch Dünger fehlt. Da fehlen Blanks hauptsächlich. Das mit der Wolle funktioniert jetzt. Boah, wir produzieren so viel Wolle und Dünger. Die Wägen kriegen das gar nicht abtransportiert. Ist jetzt hier wieder mega verbaut. Das muss ich irgendwie mal schön herrichten, dass wir dann das hier auch alles mit Conveyor Belts abtransportieren können. Und Metallurgie ist erforscht. Eine Forge ist freigeschalten. Okay. Also, da muss noch viel gemacht werden. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das machen wir jetzt gleich noch schnell hier. Zack, zack. Unser Feld wird größer. Und ja, hier könnten wir im Prinzip auch nochmal Leute anstellen, dass wir mehr Grain produzieren. So. Jawohl, jetzt schmeißt das einfach nur noch raus. Gut. Dann haben wir die 30 Minuten schon wieder voll. Ah, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich spielen möchte. Und der da, was hat denn der? Also, wenn ich halt wüsste auch, was die vorher immer gemacht haben. Wieso steht der jetzt auf einmal hier und hat nichts mehr zu tun? Also, weil ich jetzt natürlich hier das Holz so maschinell transportiere, sag ich mal. Also ich schätze mal, dass die anderen Bänder, Metal Conveyor Belt und Magic Conveyor Belt, halt schneller sind. Aber momentan tut es das auch erstmal so. Genau.
Dann haben wir noch viel zu tun, viel zu machen, das mal alles sauberer zu gestalten, hier mal so ein bisschen den Berg abtragen und so weiter. Ja, wir haben ein bisschen weiter rausgezoomt, jetzt sieht man die Berge ein bisschen besser. Wenn das halt alles eben ist, ist es viel einfacher zum Bauen. Ja, wobei mit den Conveyor Belts kann man jetzt halt auch hochwärts bauen. Wie sieht's denn da aus? Ja, da haben wir jetzt auch schon 70 Stück. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen einfacher. Vor allem diese Jutes, die laufen ja auch ganz gut. Hier ist schon wieder voll. Achso, die kriegen das Papier nicht weg. Aber das ist genau das, was ich jetzt meinte. Gut, dann läuft es jetzt halt hier hin. Staut sich hierher zurück. Und dann wird jetzt alles hier reingefuttert. Oder gebuttert. Ja, da gönnen wir uns nochmal einen Wagen. Oder sollen wir das mittels Band hier rüber transportieren? Machen wir es erstmal per Wagen. Und ich mache das jetzt noch ganz kurz. So. Ja. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, weil sonst springen wir jetzt den Rahmen einfach zu sehr. Man hat natürlich immer irgendwo eine Kleinigkeit, was man noch verbessern will und noch improven kann und ausbauen kann. Und jetzt haben wir ja noch mal ein paar Sachen erforscht, die wir uns dann auch noch genauer anschauen müssen. Und deshalb unterbrechen wir jetzt hier einfach und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.